Ja, moin. Ich habe gedacht, ich melde mich mal zu einem Sonntag bei euch zurück. Ich sitze gerade aktuell bei mir auf dem Balkon mit irgendwelchen Sachen, die von der Renovierung übrig geblieben worden sind. Ja, das wurde mal renoviert und die haben irgendwie da billig Farbe drauf geknallt oder so, keine Ahnung. Damit ihr was seht, bei uns ist aktuell gerade Unwetterwarnung. Soll zumindest Unwetterwarnung sein, es regnet jetzt schon seit Stunden. Und haben gedacht, ich gönne mir mal schnell nach dem Abendbrot. Ich habe es gerade mit meinem Zwerg Abendbrot gegessen. Und nach dem Abendbrot gönne ich mir natürlich noch. Ich will jetzt nicht sagen, was Gesundes, aber hier ist kein Nikotin drin. Und schmeckt nach Cola. Cola-Geschmack ist nicht so meins, aber es muss auch alle werden. Von daher. Morgen ist ja bei uns, also heute ist jetzt Sonntag, wenn ihr das Video seht, dürfte noch Sonntag sein, weil ich werde das dann gleich hochladen, weil ich schneide die Videos ja nicht. Morgen geht es bei mir dann wieder natürlich los. Früh um 5 ist aufstehen. Mein Zwerg in den Kindergarten schaffen, noch geht er in den Kindergarten, er ist 6 Jahre alt, der wird jetzt 7, hat bald Geburtstag. Aber es werde ja, wenn er mir ein Abo da lässt, werde das alles mitkriegen. Ich versuche jetzt jeden Tag ein Video aufzunehmen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Und so halt ein bisschen zu quatschen und zu gucken, habe ich ja schon in meinem ersten Video euch mitgeteilt. Also bei uns im Wetter, also ich muss sagen, da das zieht schon ordentlich auf. Es ist schon, ja, kurz bloß mal an der Kamera was umgestellt. Was soll ich euch noch erzählen? Wie gesagt, morgen ist Montag. Morgen geht es bei mir wieder los. Ich mache aktuell Schule. Und geht von Montag bis Donnerstag halt Schule. Freitag ist regulär Praktikum. Komme ich später dazu, warum ich kein Praktikum machen muss. Ihr sollt ja auch Spaß haben, bei meinen Videos mich zu verfolgen, wie ich so meinen Alltag lebe, wie ich so meinen Alltag mache, was ich so für Probleme habe, was ich so für Dinge, mit denen ich zu kämpfen habe. Wie gesagt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst einfach ein Abo da, liken für mich das Video, die Glocke aktivieren, damit ihr auch sofort benachrichtigt werdet, wenn ein Video kommt. Das Video werde ich jetzt direkt hochladen, weil ich werde die Videos nicht schneiden, ich werde einfach nur aufnehmen, einfach nur mit euch reden, einfach nur für euch da sein. Ja, dann bis morgen. Ich werde morgen früh. Dann müsste ich das Video schneiden, das wäre, oder zumindest wenn wir das zusammen machen. Sonst hätte ich gesagt, ich mache morgen früh eine Begrüßung und mache dann nach der Schule nochmal ein Video oder auf dem Weg zur Schule ein Video. Ich werde mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr hier auf dem Kanal ebenfalls ein Abo da lasst. Hier geht es halt darum, wer ich bin, wie ich lebe, was ich so mache. Das nervt hier hinten übelst. Jetzt sieht man sie. Ist egal, es sind halt Renovierungsarbeiten gewesen. Nie von mir, nein, von einer Fachfirma, von unserer Vermietung, die hat das irgendwie gemacht. Oder sollten das machen, die haben ja halt das Balkon gestrichen und was weiß ich nicht alles und neue Bleche an das Balkon hier dran gemacht. Vor ein paar Jahren ist das schon her. Ich wohne schon eine Weile hier. Aber ich werde vielleicht morgen nach der Schule ein Video machen. Da kann ich euch ja erzählen, was wir so in der Schule gemacht haben. Vielleicht mache ich, auch, ich muss mal gucken, vielleicht tue ich das auch immer so in 3 Teile aufteilen, dass ich früh ein Video mache, mittags ein Video und abends ein Video und das dann zusammenfüge zu einem Video. Obwohl ich das nicht unbedingt will, weil ich will, wie gesagt, die Videos nicht schneiden, nie bearbeiten oder was weiß ich nicht. Die will ich einfach nur so hochladen, wie sie sind, weil es ist dann nun mal jetzt Ronny und Ronny ist so. Ungeschnitten. Von daher, auch wenn ich hier drüben die Balken sehe. Also, das sieht schon schlimm aus. Hier hinten wird es ja dann noch ein bisschen dunkler. Ja, das hier hinten ist meine Pflanzenecke. Regulär, also Weihnachtsbaum stand da, ist natürlich keine Pflanze, aber da kommen die Erdbeerpflanzen rein für meinen Sohn. Hier auch, der isst gern Erdbeerpflanzen, von daher kommen die immer gerne rein. Das ist mein riesengroßer Hof, wo wir uns immer viel beschäftigen, viel machen mit den Kindern. Ich habe natürlich nicht das einzige Kind hier im Haus, gibt es natürlich mehr Kinder.
Ist auch Cola-Geschmack. Ist nicht, was ihr eben seid, aber es war halt mit in der Packung drin. Ich habe halt verschiedene Packungen geholt. War es halt mit drin. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe keinen Windschutz drauf. Ich hoffe, das geht trotzdem, weil hier ist starker Wind. Was ist jetzt starker Wind? Aber anhand. Wo ist es? Hier. Ja, ausgerechnet jetzt, wo ich es zeigen will, ist natürlich kein Wind. Die ganze Zeit zappelt das mich. Aber egal. Wurst. Wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich.